Ja, hallo liebe Freunde von Schülerprogrammieren, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wollen wir uns kurz mit dem Thema semantisches HTML hier auseinandersetzen, sage ich jetzt mal. Und ihr seht schon, ich habe euch für hier alles schon so ein bisschen zusammengeschrieben. Ja, ich scroll hier gerade mal runter und wir bauen die ganze Sache hier kurz zusammen auf. Ja, es kann mal sein, dass du es irgendwo gefragt wirst oder du sollst so ein Ding hier aufbauen. Ja, wie kriegt man das hier eigentlich? Wie macht man das hier eigentlich? Ja, also ich gehe hier in meinen Ordner hier rein, gehe mit rechter Maustaste rein und gehe auf Neu und du legst zunächst einen Ordner für dich an. Ja? Und wir nennen den Ordner 7 3. Von mir aus. Kannst du nennen, wie du willst. Ja. Dann gehe ich hier in meinen Visual Studio Code, gehe auf File und gehe auf Open Folder und ja, markiere den Ordner. Ja. Hier ist also markiert und dann gehe ich auf Ordner auswählen. Ja, da darfst du nichts falsch machen, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Ja. Also. Gehen wir hier auf Open Folder Sim 3. Hier ist der Ordner. Ich hatte vorher nämlich schon getestet, ob das auch alles funktioniert. So, jetzt haben wir den richtigen Ordner und jetzt müsste hier da so angezeigt werden. Ja, dann gehst du her und legst eine index.html hier an. Klickst die Enter-Taste. Und dann brauchst du natürlich noch den Style, also das CSS. Klickst nochmal die Enter-Taste. So, jetzt schmeißen wir den Code hier rein, den ich hier vorbereitet habe. So, und gucken uns die Sache hier an. Ja. So, ist jetzt also hier der HTML-Code haben wir hier. Ja, den machst du hier bei Index hier rein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Style, ja, damit das Ganze ja gut aussieht. Ja. So. Styling machen wir hier. So, Copy. Hier den Style hier rein. Also so kann man es aufbauen. Ja, wenn ich jetzt auf den Go Live gehe, ja, da habe ich hier komplette Seite, ja, wunderbar. Mit Home über uns, Dienstleistung, Kontakt und hier unten habe ich den Footer. Ja, hier habe ich den Head, hier habe ich den Hauptbereich und hier habe ich praktisch hier unten den Footer. Ja. Also so im Prinzip, wie das hier oben beschrieben ist, ja, wie ich anfangs gezeigt habe. Hier sind die einzelnen Abschnitte. Ja. Header, Nav, Article, Sections, ja, ist hier alles so drin. Ja. Alles so schön aufgebaut. Hierarchische Struktur ist auch wichtig, wenn du im Bereich Barrierefreiheit, also barrierefreies Coden, irgendwie was brauchst oder suchst, dann ist immer gut, wenn du eben mit semantischem HTML arbeitest. Ja. So. Jetzt haben wir das hier aufgebaut. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus und gucken uns den Code ein bisschen an. Ja, also es geht hier los. In Zeile 1 wird das HTML hier aufgebaut. Ja. In Zeile 2 habe ich jetzt auf Deutsch hier eingestellt. Zeile 3 wäre praktisch der Head-Bereich. Der geht von Zeile 3 bis Zeile 9. Jedes HTML-Gerüst ist ja aufgebaut in einen Head- und Body-Bereich. Ja. Haben wir hier, dass du Sonderzeichen nutzen kannst. Hier hast du ein bisschen Fass für das Responsive. In Zeile 7 ist der Titel praktisch. Ja. Würde ich jetzt zum Beispiel hier schreiben: Schulhof, Programmierung. Ja. Zeile 8 ist extrem wichtig. Ja, das schmeißen wir jetzt mal raus. Ja, du, das sagen wir mal, du baust den Code auf und vergisst das Ding hier einzubauen. Ja. Wir gucken es jetzt uns mal nochmal an, wenn ich diese Zeile hier drin habe, diese Link-Rest-Style-Zeile. Ja.
ich die jetzt hier drin habe, hast du optimal alles dargestellt. So, jetzt vergisst du die oder machst einen Schreibfehler oder was auch immer. Schmeißen das Ding jetzt hier raus. Ja, Cut. Und gucken Sie uns jetzt an. Was passiert jetzt? Du siehst, der haut den gesamten Style hier raus. Ja? Diese Zeile 8 ist also diese Verknüpfungszeile ist extrem wichtig. Warum? Weil sie das HTML mit dem CSS hier verbindet. Ja, es kann ja mal sein, irgendwie, du machst dir alles Mögliche, aber es wird dir der Style nicht angezeigt. Ja, das CSS ist ja dafür zuständig, für das Styling, Layout, für den Hintergrund, ja, wie weit sollen die Bilder untereinander, Abstände und so weiter. Das alles machst du alles mit CSS, also Skyding Style Fit. Ja. So, dann hast du hier den Head-Bereich. Ja, hier geht der Head-Bereich los in Zeile 3 und endet in Zeile 9. Dann wird es hier spannend. In Zeile 10 geht es hier los. Ja, mit dem Body-Bereich. Und hier geht die Sache los. Hier hast du also den Header. Ja, hier hast du die oberen. Ja, Index, About, Services, Kontakt. Wo ist das? Hier. Ja. Dann kommen wir hier in den Main-Bereich. Ja, wir kommen auf über unsere Seite. Ja, das ist der Hauptbereich. Das ist ganz klar strukturiert. Ja, also hier wäre zum Beispiel Text und so weiter. Und hier unten ist praktisch der Footer-Bereich. Ja, das untere. Ja, kann man sich gut merken. Fußbereich ist der untere Bereich. Das wäre hier unten. So, ja. So, jetzt wirst du sagen, ja, das ist ja richtig cool hier und fängst dann an zu bauen, ja, und sagst, okay, das baue ich jetzt mal nach. Was ich dir auch empfehlen würde, weil es ist eine gute Übung, sage ich jetzt mal. So, das Problem, ja, gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt so habe, jetzt hast du alles so angelegt. Und willst du zum Beispiel sagen, okay, du willst jetzt auch Text in diese Webseite hier reinkriegen. Ja, jetzt klickst du hier auf Über uns und was steht da? Cannot get about.html. Warum eigentlich? Warum wird dir jetzt keine Seite angezeigt? Ganz einfach, weil du noch keine angelegt hast. Ja, musst jetzt also gucken hier, ja, und die Seite hier oben anlegen. Ja. Ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will die Über uns Seite hier anlegen, dann würde ich jetzt also eine About.html hier anlegen. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe hier auf Plus. Klick die Enter-Taste. So. Und jetzt wird die Sache spannend. Wir gucken, ob unser Link jetzt funktioniert. Ja, ich gehe wieder hier auf den Live-Server. Ja. Und kann hier jetzt auf Über uns klicken. Achtung, zack. Und du siehst, ich bin jetzt auf unserer Bauseite hier gelandet. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schreibe ich hier von mir aus ja. Das ist eine About-Seite, ja, damit man das hier gut sehen kann. So, also gucken wir nochmal. Ich klicke nochmal auf About. Über uns. Und siehst, jetzt habe ich hier zum Beispiel ein bisschen Text hier, also ein Paragraph hier eingebaut. Ja. Kann das jetzt also hergehen und noch weitere Seiten hier einfach anlegen, ne? Über das Service.html, über das Pluszeichen und Kontakt und so weiter. So kannst du die ganze Sache hier aufbauen und hast ein komplettes Homepage-Gerüst, sage ich mal. Und letztendlich ja, eine ganz klare hier Struktur auch drin. Ja? Ich habe es ja hier so ein bisschen auch zusammengeschrieben. Ja? Also Article Section, Aside Footer und so weiter. Ja? Wie das hier alles so aufgebaut ist. Falls dich mal jemand fragt, wie funktioniert das auch? So, jetzt gucken wir mal das CSS noch kurz an. Ja? Was haben wir jetzt hier?
Ja, jetzt zum Beispiel die Schriftart. Also alles, was grün ist, ja, wird dir praktisch, sind reine Erklärungen. Ja? Machst du immer mit so einem Schrägstrichen zum kleinen Sternchen. Ja? Im Prinzip könnte man auch alles Grüne hier weglassen, aber wenn du dir vielleicht am Anfang noch unsicher bist, ja, wie für was ist jetzt was zuständig, ist es gut, wenn das ganz gut erklärt ist. Ja? Hier hast du zum Beispiel die Schriftart, ja. Oder hier hast du jetzt zum Beispiel Background Color, haben wir jetzt hier. Ja. Und hier wird halt alles praktisch, ja, steht ja immer hier, die Schriftfarbe, Abstände und so weiter. Ja. Das machst du hier alles. Es ist praktisch das gesamte CSS. Damit dir alles cool angezeigt wird, also farblich, wie sind die Abstände und so weiter. Ja? Ich jetzt auf den Lifestyle gehe, aber kannst du da eben rechts hier unten die Sache immer cool hier anschauen. Ja? Also so kannst du so eine, ja, so eine semantische Homepage-Struktur für dich mal aufbauen. Ja, das ist natürlich spannend. Wenn du hier weitere Links und so weiter anlegst, du kannst die Sachen natürlich auch umbenennen. Ja, ich könnte jetzt also auch hergehen und sagen, okay, ich will jetzt hier nicht über uns stehen, sondern keine Ahnung, irgendwas anderes. Oder du willst hier Bart stehen haben, ja, in der Navigation. Ja. Also könnte man, so kannst du so eine semantische Struktur, so eine ganz einfache Struktur hier aufbauen. Ja. Und es sieht doch eigentlich ja, ganz cool aus, würde ich mal sagen. Ja, für so eine ganz einfache Seite, ja, kann man jetzt nicht meckern, sag ich mal. Ja. So, das war's dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Gerne bis zum nächsten Mal. Abonniert unbedingt den Kanal von Schulhof Programmierung und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.